So, Freunde, wir alle werden jetzt digital. Das ist Bullshit. Super war's, gut war's. Sehr, sehr erfrischend, sehr informativ. Kurzweilig, interessant. Gut, war richtig toll. Ja, war sehr inspirierend auch. Und ich finde dieses einfach machen trifft's auch ziemlich gut. Wenn ich eine einzige Sache in den letzten Jahren gelernt habe, dann ist es, dass man manchmal einfach mal machen muss. Yes! Endlich! Endlich kommen die! Hab schon gedacht, die merken gar nicht mehr, dass das ein Markt ist. Manche bezeichnen mich als mutigen Querdenker. Ich selbst sehe mich als Anstifter, und zwar im allerbesten Sinne. Denn ich glaube fest daran, dass Mut, Kreativität und dieser Einfach-mal-Machen-Spirit von Startups auch in Großunternehmen gehören. Wie kann ein etabliertes Unternehmen den Unternehmergeist in sich wieder zum Leben erwecken? Und wie schafft man es, dauerhaft innovativ und hungrig zu bleiben? Das sind genau die Fragen, die ich in meinen Vorträgen beantworte. It's panic mode. Oh my God. They're already having chatbots. Das zeigt das, was so passieren kann, wenn mal einer wirklich einfach mal macht. Anstatt immer nur drüber zu reden. Ich bin Wirtschaftsingenieur, ich bin Realist. Ich kenne die Realität in großen Unternehmen aus eigener Erfahrung. Hier gelten eigene Regeln. Es gibt Randbedingungen und es gibt auch Einschränkungen. Das alles ist völlig klar. Aber ich erlebe es zu häufig, dass zwar viel geredet, aber zu wenig gemacht wird. Dass Abteilungen gegeneinander arbeiten, anstatt zusammen. Und dass eigentlich großartige Firmen wie gelähmt sind, wenn es mal schwierig wird. Anstatt die Ärmel hochzukrempeln und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Meine Vorträge inspirieren, sie stiften an und sie zeigen ganz neue Wege auf. Was mir aber besonders wichtig ist, dass sie Ihnen konkrete Impulse mitgeben für Ihr alltägliches Geschäft. Eine Veranstaltung ist dann für mich erfolgreich, wenn Sie etwas mit nach Hause nehmen.